Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Wir nehmen gleich. So, wir gehen jetzt mal hier rein und schauen wir mal. Wir haben jetzt hier den Mythic Stewie in Mamas altmodische Schatulle. Dann gehen wir mal hier in den Shop rein und gucken mal, was ist denn da los. Da haben wir nach wie vor die Winter Tire Box. Jetzt sehen wir auch mal, wie das aussieht. Eggnog Roger haben wir das letzte Mal ja nicht gesehen. Mit diesen Karten hier, Bill Daughtry, Eggnog Roger, kabelloser Audiotransmitter, Pantry Guns, Wodka Bier und so weiter. Hier diese Combo Recipes, die alle echt zum Teil ziemlich nice sind. Ja. Alle zum Teil. Sehr gut, sehr gut. Ja, gleich. Martian Kalender. Mutilated Therapy Dolls und so weiter. Ja, hier in der Martian Tire Box. Dann haben wir hier die anderen paar Kombos. Da sind nicht viele diesmal. Ja, dann haben wir hier das Mythic Peter Pack. Also aktuell, wie gesagt, ist eben hier eine dieser beiden zu bevorzugen. Ihr müsst euch überlegen, was ihr möchtet. Also die Martian Tire Box natürlich ein gewisser Vorteil, weil es eben reine Kunstkarten sind. Auch die Kombos sind für die Kunstkarten. Ja, dann haben wir hier Kutschi Copy Sculptor und so weiter und so fort. Arc Sketch Francine Smith, Mutilated Therapy Dolls und Mythic Peter ist auch interessant, hätte ich auch gerne den Mythic Peter, aber naja, was nicht ist, kann ja vielleicht noch mal irgendwann kommen. Dann gehen wir auch schon in die Combo Masteries rein. Und da haben wir als allererstes hier jetzt die Cheerleader Peggy. Und die Cheerleader Peggy ist das da. Ich habe diesmal den Ort gar nicht gewechselt. Bin immer noch im Wuppertal. Naja, gut, egal. So, Cheerleader Peggy. Morgen wieder. Bin ich mal 2 Tage in Wuppertal. So, Cheerleader Peggy mit Sportkarten. Hier unten die Mythic Peggy. Kommt dann natürlich auf der rechten Seite was ziemlich Nices raus mit Bodyguard und mit Motivieren. Und davon nicht zu wenig. Aber 500 Gems, Leute, gebe ich dafür ungern aus. So, das heißt, ich klicke das mal ganz schnell wieder weg. Dann gehen wir hier aus der Cheerleader Peggy, aus der Combo raus. Dann sind wir beim Wrestler Bobby. Und der Wrestler Bobby ist folgendes. Und das ist das hier. So. Da haben wir einmal den Bobby. Und dann haben wir auch hier wieder Sportkarten, so wie eben. Und dann kommt der Wrestler Bobby dabei raus mit einer Revanche. Und mit Leben, wenn die mit hinzugefügt werden, wenn eine Combo gespielt wird. Ja, das ist ganz okay, ist aber jetzt auch nicht so der Oberhammer. Ja, also auch da, Klick, weg, fertig. Fertig da. So, dann gehen wir dahin zum RC Helikopter. Und dann schauen wir uns den mal an. Der RC Helikopter ist nämlich das da mit Kombo-Cards. So. Da haben wir einmal den Bob mit Waffenkarten. Und hier kommt ein Schild für alle raus und eben ein Bodyguard. Ja. Ja, kann unter Umständen ganz gut sein. Ich spiele den Mythic Bob. Ich spiele ihn wirklich sehr gerne. Aber der RC Helikopter ist jetzt nicht unbedingt eine Combo, die ich. Naja, ich sag mal so, viel Bodyguard kann halt auch schon sehr effektiv sein, ne? Gerade wenn der Gegner sehr viel Punch benutzt, aber oder Gas, aber ich halte von dieser Kombo jetzt nicht ganz so viel. Also ich spiele lieber selber die Angriffskombos. So, dann klicken wir den ganz schnell wieder weg. Also obwohl ich den Mythic Bob habe, gebe ich für den RC Helikopter jetzt keine Steine aus. Dann haben wir hier als nächstes die Probot Artist Peggy. Und das ist das, was habe ich denn da jetzt gemacht? So, müssen wir da runter. So, also haben wir hier eine Peggy mit der Basso. Toll. Stoß.
17 Angriff, 14 motivieren, aber eben eingeschränkt. Also insofern, also da frage ich mich sowieso, ja, warum macht man das bei dem Motivieren? Ne? Ich meine, 14 Motivieren ist ja jetzt nicht so hammer viel, dass man sagen müsste, ach ja, das brauchst du, das soll nur auf spezielle Karten angewendet werden und nicht für alle möglichen Nachbarkarten. Was ist denn das für ein Schrott? Sorry, aber. Naja, also, Robot, Artist, Peggy finde ich jetzt auch nicht so toll. Also heute gebe ich wieder nichts aus. Ich spare weiterhin meine Steine. Ja, wenn es euch geholfen hat und wenn es euch gefallen hat vielleicht ein bisschen, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schreibt es nicht mehr rein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir dem gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.